Hey, ich erzähle dir eine Geschichte. Alles klar? Hör mir zu. Ich erzähle dir eine Geschichte von dem Mann, der es wagte, rauszugehen. Er blickte auf die größere Karte und aufzustehen, wenn das Leben ihn plagte, Botschaften zu teilen, die seine Seele ihm sagte. Der erste Franziskaner, was können wir von ihm lernen? Franz von Assisi, ich verrat's dir gern. Zu allererst, er war kein armer Mann von Anfang an, trotzdem fing die Story in Gefangenschaft an. Er musste in den Krieg und wurde dann gefangen. Das hat ihn verändert und er wollte alles anders dann. Er wurde bescheiden und er fand eine Kirche, die kaputt war. Jesus sprach zu ihm, weil er ihm Schutz gab. Baute er die Kirche auf und packte seinen Rucksack und wird verspottet, weil er auf seine Pläne keine Lust hat. Sein Vater auch, Franz hat ihn beklaut. Ihm droht eine Strafe, mal sehen, wer ihm glaubt. Das ganze Dorf sammelt, Franz zieht sich aus. Er gibt alles seinem Vater zurück. Für ihn gibt es nur noch Vater im Himmel, der sagte laut. Denn er gab ihm seine Stimme und die anderen Gaben auch. Und die anderen Gaben auch. Der erste Franziskaner, was können wir von ihm lernen? Franz von Assisi, ich verrat's dir gern. Der ging los, jetzt zieht er durchs Land. Es dauert nicht lang und bald schon schließen sich ihm dann die ersten Leute an. Ohne Geld, ohne Besitz, nur mit Verstand. Wollten leben wie Jesus, ohne Geld und ohne Angst. Nur mehr den Drang danach, den Verstoßenen zu helfen. In einer Zeit, wo Arm und Reich sich unterscheidet in zwei Welten. Wo du schiebst, wenn du erkältet bist und Krieger sind die Helden. Und die Werte wie Respekt und Liebe nicht mehr gelten. Machte sich auf, trug eine Kutte und ein Strick und schnell bekommt jeder davon Wind. Leute sind von ihm schon bald im ganzen Land begeistert und noch heute erzählen wir unsere Kinder Franz Geschichten weiter. Weißt du, Franz hat mich immer begeistert. Einfach und super, der liebe Franzi. Der erste Franziskaner, was können wir von ihm lernen? Franz von Assisi, ich verrat's dir gern.